Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil dieser kleinen Tutorial-Reihe zu Tabellenkalkulationssoftware in der Abschlussprüfung für Industriekaufleute. Mein Name ist Jens Bayer und in diesem Video möchte ich Ihnen mal konkrete Prüfungsaufgaben aus früheren Prüfungen vorstellen und die entsprechende Lösung dazu mit Ihnen gemeinsam besprechen. Also fangen wir gleich an mit der ersten Aufgabe. Hier können Sie sich kurz die Aufgabenstellung durchlesen und Sie sollen entscheiden, ob bei dieser Angebotspreiskalkulation alle Formeln richtig eingegeben sind. Und da haben Sie hier verschiedene Möglichkeiten, von alle Formeln sind korrekt bis halt zu verschiedenen Fehlern. Und Sie sollen jetzt erstmal den Fehler finden und wir lösen dann gleich gemeinsam auf. Okay, die richtige Lösung ist die Nummer 5. Und warum, erkläre ich gleich, aber erstmal gehen wir auch die falschen durch. Alle Formeln sind korrekt, kann ich schon mal gleich verraten. Es ist nicht so, es ist eine falsch. Hier in Zelle C4 muss es korrekt heißen, C3 durch B4 mal 100. Das ist falsch. Die Formel heißt geteilt durch 100. Das soll ja der Prozent, 20% von 100 hier eingegeben werden und nicht mal 100. So, dann ist das nächste in Zelle C6. Das ist auch falsch. Hier der Gewinnzuschlag, der wird ja vom 100 genommen. Also ganz korrekt hier die Summe von vorher mal 12 geteilt durch 100. Das ist der Gewinnzuschlag, der dann hier in Euro eingetragen wird. Und hier durch 112, das ist falsch. Dann in C7 muss es korrekt heißen, C5 plus 6 mal 12 durch 100. Nein, das ist auch falsch. Es ist einfach die Selbstkosten plus die eben errechneten Gewinnzuschlag aufeinander addiert. Das hier ist falsch. So, jetzt kommen wir zur richtigen, bei der 5. Hier ist ein Fehler unterlaufen. Und zwar müssen wir ja den Kundenskonto, wenn wir den vorkalkulieren für die Angebotspreiskalkulation, dann müssen wir die ja im 100 rechnen. Das heißt, wir müssen hier mal 2, also die Summe hier aus C7, was wir gerade ausgerechnet haben, mal 2, das ist der Skontosatz. Und dann aber nicht geteilt durch 100, sondern geteilt durch 100 minus eben diese 2, also durch 98 mal 2 durch 98. Das ist die korrekte Formel für das im 100 rechnen. Und deswegen ist da der Fehler hier drin und muss dann so korrigiert werden. Und hier hinten bei der 6 ist es auch wieder falsch. Es muss natürlich nicht subtrahiert werden, sondern richtig wie hier addiert werden. Okay, das war schon die erste Aufgabe. Ich hoffe, Sie hatten es richtig.